Ich will nicht lügen, wir spielen weiter. Ich habe ein bisschen Bock drauf bekommen, A Lies of P. Wir haben den hier beim ersten Versuch umgehauen, wir erinnern uns. Zeig mal kurz, 7600. Ich würde fast sagen, wir gehen mal kurz ins Hotel. Leveln ein bisschen auf. Schauen mal, da gibt es einen Kopf, der wird da unten angezeigt, wo gerade Hotel Kratz stand. Das bedeutet, der hat was zu sagen jetzt. Das war ein Typ mit einem Hut. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll. War das Geppetto vielleicht? Ah, es spielt sich gut. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber bei mir ist das so, wenn ich so spiele, dann brauche ich so 2, 3 Stunden, um so ein Gefühl zu kriegen, ob ich das tatsächlich weiterspielen möchte. Weshalb so Ersteindruck-Videos von mir, die im Schnitt eine Stunde gehen, schwierig sind, weil manchmal erlebt man da nicht alles. Scum ist so ein Beispiel, da heißt es dann ja gut, die ersten 2 Stunden, da passiert nicht viel und das weiß nicht, was da kommt. Aber hier ist es in erster Linie so ein bisschen die Bewegung und so und wie sich das spielt. Das ist sehr, sehr gut kopiert von Dark Souls und Bloodborne und so weiter. Und ich meine das durchaus positiv. Wir haben keinen Quarz. Wir brauchen Quarz dafür. Er ist das, glaube ich, aber auch nicht, der mit mir reden will. Remember, I didn't design every puppet in Krat. It is not surprising that some puppets broke away from the Grand Covenant. I've no idea how many. I remember a few ergo puppets behaving according to their own volition before the frenzy. That wasn't our intention. They were never designed to act that way. But if a puppet starts acting on its own, does that mean the puppet has free will? Or is someone else controlling the puppet? Okay, sehr schön. Der hat offensichtlich heute schon in seinen Kalender geschaut mit tollen Sprüchen drin. Ich weiß dennoch nicht. Warte mal, ist sie das vielleicht? Sie hat auf jeden Fall einen Hut. Wie gesagt, es war eine Person mit einem Hut, da geht's nicht runter. People have no idea so many secrets are buried in Krat. Thanks for keeping me company. What are you curious about? Etwas über das Lügen. I see you're here. That means you can lie. Your lies are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path. Gut, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen. Hier haben wir noch was. That book reminds me. Have you ever heard the fairy tale about a mischievous wooden puppet? All of Krat knows the story. All because of someone who loved that story more than anyone else. Ah, but this is strange. I do not recall who exactly was that someone. Oh, da steht jemand. Ah, if it isn't my savior. Glad to see you made it back in one piece, my friend. Da ist er ja. There you are, my boy. My savior, yes, that's the word. You took back the factory and I cannot thank you enough. Without the factory, no more new puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved, well, all of us. Ah, but listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorenzini Venigni, gentleman, bon vivant, and at the moment, utterly at your service, my friend. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Krat's Prince of High Society.
That is because they are one and the same. Just two of the many names I've collected in my 3 decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this. My newest prototype. It'll be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Okay. Du kannst bei Venigni oder an einem Stargazer einen speziellen Schleifstein auf einem Schleifer ausrüsten. Es gibt verschiedene Arten von speziellen Schleifsteinen, die deinen Waffen unterschiedliche Effekte verleihen. Du kannst den Effekt eines speziellen Schleifsteins nur einmal im Kampf verwenden. Er lädt sich allerdings wieder auf, wenn du einen Stargazer besuchst. Okay, verstehe. Wait just one moment. Is that not my Legion arm? Then my eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again, and in the flesh, so to speak. I just designed it, set it aside, and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your, particular needs. And frankly, this design is almost child's play to me now, so let's start by making it a bit stronger, shall we? I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are... Legion! No? Too much? It was too much. Und wo kann ich das jetzt machen? I always welcome friends. Okay. May I be of service? Direkt bei ihm. Hier haben wir es. Ah, Schleifstein wechseln. Flamme, Schleifstein. Das ist alles, was wir haben. Das hauen wir da mal rein. Wo kann ich denn jetzt den Arm? Ah, hier. Nee. Der Puppenwahn. No one, not even I, know what started the puppet frenzy. Why? That day of all days. Ah, it was horrible. A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leap to conclusions, but the only one I know with that kind of power is the King of Puppets himself. We need to learn how this happened. Okay. Salutations, my friends. My name is Signor Lorenzini Venigni. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions, and as a true friend of Clark. Behold, Venigni Works, where we will honor the city of Clark's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we broke ground. I certainly didn't do it all personally. This was a simply empty space. A blank canvas. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my, let's say, single-minded focus on a lifelong obsession with building animated, automatic, autonomous automata. But today, just look before you. Venigni Works is ready to start building the future. Krat's golden era is waiting to be built. Adri, help me make this future come true. Join Venigni. Okay, so was haben wir hier? Aha. Legionswaffe herstellen.
Säureangriff. Was haben wir hier? Physischer Angriff. Ebenfalls physisch. Okay. Falkenaugen. Deus Ex Machina. Das sieht irgendwie komisch aus, oder? Ach, eine Landmine wird installiert. Ah, okay, verstehe. Ah, und dann die nächste Stufe, damit kann ich mich dann bewegen. Was haben wir hier für nächste Stufen? Drücke und halte die Legionswaffentaste, um einen Feind zu verfolgen. Hm. Und der Standardarm kann nicht verändert werden. Flammen. Eine Mine an sich ist gar nicht verkehrt, gerade bei einem Bosskampf, wenn er mir hinterherkommt. Säure. Gegnerische Angriffe mit deinem linken Arm abblocken kann. Panzerbrechende Granaten. Erforderliche Gegenstände kann ich leider nicht erkennen. Okay, das haben wir noch nicht. Das bedeutet, wir modifizieren die, die wir haben. Dafür brauchen wir, keine Ahnung, Zahnrad oder sowas. Aber das hätten wir schon mal. Alles klar, das ist dadurch ersetzt worden. Hier haben wir einen Butler. Buongiorno and welcome to the house of Vanini. I am Master Vanini's Major Domo, Pulcinella, at your service, sir. The House of Vanini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. I am certain you will be able to find something that suits you, sir. At the House of Vanini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Ah, das brauchen wir. Entschlossenheit, Technik, Fortschritt, Ausgewogenheit, Schottpanzerung, Fütterung. Ah, alles klar, verstehe. Schadensreduzierungsrate 792. Das kaufen wir mal. Wir haben einen Elektroblitzschleifstein, den kaufen wir. Wir kaufen das. Und auch das. Können wir irgendwas von dem ganzen Müll hier verkaufen? Vielleicht lieber nicht. Das war's nicht. Zeig mal her. Ausrüstung, Kostüm, die Gegenstände. Und hier... Oh, das zieht ein bisschen ab. Ah, es ist leichter, weniger... Schadenreduzierungsrate. Die physischen Schaden absorbiert, reduziert Schaden durch Hiebangriffe. Das nehmen wir mal. Das ist bereits verbessert. Okay. Okay. Legionsstecker. Den brauche ich dafür, alles klar. Schleifstein wechseln. Ne, das haben wir jetzt erstmal. Dann teleportieren wir uns. Warte mal, was haben wir denn hier? Die Pfeife? Ne, wir gehen jetzt mal weiter. Genug gelabert. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, ehrlich gesagt. Und ich habe das schon mal gesagt. Ich mag es, wenn Spiele was erzählen.
was irgendwie relevant ist, aber wenn dann da einer ist, ich bin Venini, ich habe all die Jahre, ich verstehe, dass das zum Charakter gehört, aber also so 2-3 Sätze weniger würden es auch tun. Man versteht schon, dass das so ein exzentrischer Typ ist, aber ja, weiß ich nicht. Da ist auch jeder anders. Manche lieben das ja, wenn Charaktere viel reden. Ich mag es, wenn Leute was sagen, wenn sie was zu sagen haben und nicht die ganze Zeit nur labern irgendwie. Muss mal eben schauen, ist das Licht an? Nee, okay. So, da sehen wir es jetzt. Also mit Normal X verbessere ich den Zustand der Waffe. Die Haltbarkeit mit LB und X wird der Schleifstein in dem Fall Feuer war es, glaube ich. Was ist das hier? Ist das eine Mine? Nee. Feuerkanister. Oh oh. Komm her. Ja, sehr schön. Schön. So, was gibt es hier? Ah, sehr schöne Schrittsounds. Ich liebe Schrittsounds. Ich habe leider nichts zum... Obwohl, warte mal. Ich habe was. Wurfobjekte da. Nee. A gedrückt halten. Ach, der wirft das sofort. Warte mal, kann ich das denn irgendwie... Ah, hier. Sehr gut. Schauen wir mal, was das für eine Auswirkung... Ja... Ja gut, aus der Ferne, warum nicht? Ich meine, ich habe davon nicht so super viele, aber bin ich jetzt fast wichtiger für so explosive Fässer, damit ich die aus dem Weg räumen kann. Oh, der wirft da was. Genau für solche Fälle zum Beispiel. Oh! So. Wer? Von wo? Ach, da oben ist er, da oben. Ja, ich sehe dich, ich sehe dich. Warte, ich komm hoch. Sehr gut. Thermit, okay. Und eine schöne Kiste. Was ist drin? Bounty. Kopf einer großen Rohrzange. Oh, eine neue Waffe. Wir schauen mal eben. Die können wir ja hier drüben... Oh, was? 156 physischer Schaden? What? Okay, das ist eine schwere Waffe, aber die haut ordentlich rein. Wir schauen mal.
Vielleicht reicht da ja... Obwohl, ein Schlag wird nicht reichen. Ich brauche nur kurz Zeit. Aber... Wenn man die einmal verbessert, reicht möglicherweise ein Schlag. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von den schweren, langsamen Waffen. Aber wenn einer schon so ein bisschen angeschlagen ist durch irgendwas, was ich geworfen habe, warum nicht? Sehr gut. So, das haben wir noch. Sehr schön. Zum Upgraden. Von da oben sind wir gekommen. Das bedeutet, wir gehen hier hin. Zack. Ist dahinter noch einer? Nee, ne? Dunkelmond-Mondstein des Bundes. Dunkelmond-Mondstein. Schauen wir mal. Er läuft doch wesentlich langsamer jetzt mit der Ciao. Schweren Waffe. Oh Gott. Oh, damit kann ich fast gar nicht ausweichen. Nee, das kann ich nicht riskieren jetzt. Ausdauer, Ausdauer. Ah, ich habe die Waffe dabei. Ich glaube, deshalb ist der so überladen. Kann das sein? Boah. Leg die mal ab hier. Ja, okay. Also die Waffe schon nur ausgerüstet zu haben, quasi nicht mal angewählt, sorgt schon dafür, dass man wesentlich schlechter ausweichen kann. Oh! Das brauchte ich. Komm, 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 mach mal, mach mal. Nein, nein! Das konnte ich ja nicht ahnen, dass er so eine Attacke hat. Aber wenn der Lebensbalken so von dem so weiß umrandet ist, dann heißt das, ich kann so einen Finisher machen oder zumindest einen starken Angriff, der dann möglicherweise dazu führt, dass er down geht, aber... War jetzt ein bisschen viel. Und das auch mit der Waffe am Anfang. Das muss man natürlich erstmal wissen. Aber ist nicht schlimm, soweit war das nicht. Super. So, da wären wir wieder. Wir gehen noch mal direkt hier rüber. So.
So, die hätten wir. Zeig mal her, hier hatten wir auch noch. Na doch, das könnte passen. Nö. Nein, ja. Nee, das reicht leider nicht. So, der nächste Versuch. Ich schätze mal, das bringt bei ihm nichts, aber oh doch. Nein, weg. Ach, come on, ey. Deshalb wollte ich diese Fässer da eigentlich weghaben, aber gut. Habe ich nicht gemacht. Es wird nicht leichter. Und ich glaube, die tatsächliche Schwierigkeit ist nicht so die Angriffe oder irgendwas. Das hat sich jetzt so ein bisschen verschoben. Es ist tatsächlich, dass dann überall Feuer oder Elektrizität ist oder sowas. Dass man dann mit Überhitzung dasteht. Zeig mal her. Und dann brennt und dann noch an so ein Fass gerät und dann explodiert das und so weiter. So, Versuch Nummer 3. Ich finde ja diese großen Feinde in den normalen Gebieten quasi, finde ich wesentlich schlimmer und schwerer als alles andere. Die Bosse sind natürlich auch nicht super easy, aber das ist irgendwie so erwartbar. Ja, lauf ins Feuer. Jetzt schnell! Sehr schön.
Uff. Oh, ich konnte gerade nicht blocken, ne? Ich weiß nicht, ob das mit dem Aufheben des Items zu tun hat, aber ich konnte gerade nicht blocken. So, jetzt schauen wir nochmal eben, haben wir hier noch irgendwo ein Fass? Nee, ne? Mhm, cool. Komm raus. Oh, das war dumm. Ich muss mich hinter ihn stellen, glaube ich, in dem Moment. Nein! Nein! Er war so gut wie tot. Ach, Mann, ey. Der vierte Versuch. ...6700 Ergo inzwischen, was gar nicht schlecht ist, wenn man so einen Weg mehrmals geht. Man sammelt ordentlich. So.
Ja. So. Das Fass hier unten kann ich nicht anvisieren, nee. Sehr gut. So. Jetzt aber schon 8000, gar nicht schlecht. Er weicht nicht richtig aus. Ich bleib dabei. Da geht's. Nein! Er weicht, ganz häufig weicht er nicht aus. Man drückt ausweichen und die Richtung und er macht aber nichts. Ich weiß nicht, ob er da irgendwo hängen bleibt oder so. Ich würde sagen, 50-50 ist die Chance, dass das Ausweichen klappt, gerade bei dem roten Angriff. Und ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da machen kann. Aber das führt dann eben dazu. Das gibt's doch gar nicht. Man kommt hier in dem Spiel überhaupt nicht voran, wenn es die ganze Zeit so ist. Also wenn ihr eine niedrige Frustgrenze habt, dann kauft euch dieses Spiel bitte nicht. Das wird euch nicht gut tun. Ich muss die auch leider alle erledigen, weil der kommt ja in diesen Raum da rein. Ja, das bringt mir nichts. Wenn ich hier vorbeilaufe und dann stehen die auch noch alle da. So. Feuer schadet denen fast gar nicht. Oder sehr langsam, ne? Ja, genau.
Und ja, ich habe die 8000 Grad verloren. Ganz recht. Ah ja, das Item aufheben gibt so eine ganz kurze Animation, deshalb kann man da nicht blocken oder angreifen. Das heißt, das sollte man dann doch lieber machen, wenn alle in der Umgebung weg sind. Noch den einen, das hier. Wir haben noch diese Stäbe. Oh! Der aushält, ist der Wahnsinn. Ich finde es anstrengender als ein Bosskampf. Eieiei.
Maximale LP und jetzt haben wir noch Träger, erhöht maximales Gewicht. Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann für die Bewegung. Zu nützliche Informationen und Erinnerungen können das Symbol... Okay, das lassen wir erstmal. Ich hätte ganz gern Stargazer jetzt an der Stelle, ehrlich gesagt. Ich finde die und auch im Livestream, wer es gesehen hat, diesen großen Polizisten in diesem Innenhof, die sind so happig, finde ich. Im Vergleich zu den Bossen, wo es ja zu erwarten ist, dass die schwer sind, aber da geht's dann irgendwie, finde ich die ganz schön hart. Wir leveln jetzt erstmal. Heieiei. So. Wie viel haben wir denn? Zwei können wir... Gewicht etwas schwer. Okay. Maximale Ladung klingt ganz gut. Holen wir uns noch einen. Sehr schön. Mondscheinstadt. So, jetzt geht's endlich weiter. Das ist wirklich schwierig. From Moonlight Town? Whoa, did puppets do this? Come here. Ich hab noch einen. Oh, was ist hier? Resident Evil, oder was? Eieiei. So machen wir es jetzt. Gibt's hier was? Tatsächlich. Warte mal, das führt da rüber und da hoch. Da unten geht's weiter. Ich würde die schon ganz gerne erledigen hier an der Stelle. Bleiben liegen. Sehr gut. Einer nach dem anderen.
Der da oben wirft, da muss ich aufpassen. Wo ist der Typ? Der ist da jetzt. Komm her. Prachtvolles Ergo-Fragment. Ich werde ein paar davon brauchen. Ich habe noch zwei 5000er, glaube ich. Könnten sogar drei sein inzwischen. Schmetterling? Wo bist du? Da. Nein! Oh, perfekt. Damit kann ich diese Waffe hier leveln. Geht's hier weiter oder ist das nur... Noch einer? Was ist denn jetzt los? Boah. Reiseführer für die Mondscheinstadt. Die Mondscheinstadt ist der am niedrigsten gelegene Ort in der Stadt, an dem sich die Pilger auf ihre Reise vorbereiten. Seitdem San Frangelico den einflügeligen Engel traf und die Kirche gründete, ist die Mondscheinstadt als der Ort bekannt, an dem die Pilger mit dem Seilzug zur Kathedrale hochgezogen werden, um sich auf ihre Pilgerfahrten vorbereiten. Heute gibt es Seilbahn statt Seilzüge und die Stadt der Zukunft statt eines ländlichen Dorfes. Okay. Also Pilgerstartpunkt. Habe ich irgendwas verpasst? Nee. Das heißt, es geht die Leiter rauf. Und weiter. Ich warte ja noch auf ein neues Kostüm. So cool ich das hier finde mit dem Esel, so sehr würde ich auch gern andere Kostüme sehen. Mir ist noch was. Oh, hau ab, hau ab. Durch? Nee. Standard-Korrosionsbeständigkeitskonverter. What? Na, Feuer ist schlecht, leider. Feuerwiderstand geht runter, Säure geht nach oben. Ich merke mir das mal hoffentlich. Ach, das ist hier runtergegangen. Ich dachte schon, was ist denn hier so laut gewesen gerade?
Sägeblatt. Wie das sieht aus. Oh, da ist eine unsichtbare Wand. Eieiei. Ratet mal, wo jetzt Ärger auf uns wartet. Genau hier. Do you want to go up, child? I'm sorry, but the train isn't in service anymore. The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there never returned. I still don't know what happened, but I do know this. The cathedral is off limits forever. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Are you a stalker? Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower collapsed. As for me, I'm as good as dead. A sinner who lost everyone I ever loved. I have no right to stop someone as determined as you. Please be safe up there. Das finde ich ganz interessant. Hätte ich das jetzt auch machen können mit dem Stalker-Gruß, wenn ich nicht das Eselskostüm angehabt hätte? Denn das habe ich ja einem Stalker abgenommen. Ich habe ihn nicht gefragt und dann habe ich ihn getötet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mir das glaubt, ehrlich gesagt. Ich dachte, hier kommt der nächste große Kampf. Gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid. Frangelica, wonderful saint, wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of beautiful Krat. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. You look annoyed. What I do? I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Oh, something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets. That's to be expected, but what is that? Was geht denn jetzt ab? Komm her, du Spacko. Säure. Das erhöht... Nee, warte mal. Nee, das war das Falsche. Das hier ist es. Den Säurewiderstand.
Um 1. Nee, okay, das lohnt sich nicht. Dann habe ich lieber den Feuerwiderstand erhöht. Okay, der ist irgendwie... hat einen extra Schaden. Sein Kopf ist offen. Sieht er mich? Nee. Ja, wir sollten gleich mal die Waffe... Wisst ihr was? Das machen wir jetzt gleich. Kadaver sind leicht entflammbar, ihre Körperflüssigkeit also auch. Das sind doch original die Klicker aus Last of Us, oder nicht? So von der Animation her. Dieses mit dem Körperschreien. Wir leveln mal kurz das Schwert auf. Ah, da ist schon der erste wieder. Denn wir haben diesen Sichelmondstein, glaube ich. Ich glaube, der ist dafür da, um das Schwert, das ich jetzt nutze, zu leveln. Was, glaube ich, ganz hilfreich sein könnte. Die ganze Zeit mit dem Lizenz-Change benutzen. I know my way around a weapon. Ja, hör mal zu, ganz kurz. Hier. Klinge verbessern. Jetzt brauchen wir 2 Sichelmondsteine dafür. Wir können die schwere Waffe verbessern oder aber auch diese hier. Die hat allerdings also 49er Angriff, wenn ich bedenke, ich habe 142 und hier 171 sogar. Ja, nee, ich bin nicht der... der Fan von diesen schweren Waffen. Ja, wir überlassen es mal dabei. Wir haben 2200. Ich glaube fast, leveln kann ich gerade nicht. Wir schauen jetzt mal, was das Gebiet für uns bereithält. Vielleicht wird es ja ganz leicht. Pfad des Elends. Klingt doch nach Center Parks, oder nicht? Schöne kurze Ladezeiten auch. Und jetzt sind wir wieder hier. Hey, Kopfschmerzen. Aber deren Säureblut schadet mir nicht. Also das ist kein Xenomorph, sondern... Ja, warte mal, wie mache ich denn das jetzt? Nee, nee, wir gehen vorne rum. Schaut mal die Bäume, wie gut die aussehen da hinten. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Sorge, dass da einer rauskommt. Komm mal her. Oh. Sehr flink. Aber der zweite Schlag, der trifft nicht bei der Kombi. Werkzeug. Gute Idee eigentlich. Blöde Idee. Ja, das ist ein bisschen blöd. Der liegt da zwar, aber...
Rechts haben wir auch noch einen. Oh! Okay. Hier oben stand noch einer, glaube ich. Wo ist er denn? Da. Hallo! Steht hier. Wenn San Frangelico fällt und seinen letzten Atemzug tut, werden sich die Engel Gottes um ihn kümmern. Na, das freut mich für ihn. What is happening? What's their problem? Wait, their bodies are strangely altered. I don't know what's going on, but keep those eyes of yours open. Gebet einer Frau. Gott, ich bete von ganzem Herzen, bitte wende deinen Zorn von Krat ab. Rette bitte auch uns, so wie du San Frangelico mit Engelsflügeln umhülltest. Wenn schon das Urteil wegen unserer Verderbnis unvermeidlich war, so verschone bitte wenigstens mein Kind vor deinem Zorn. Dieses Baby hat nichts Unrechtes getan. Bitte lass meine Charlotte in den Himmel. Sollte jemand diesen Ort je finden, dann betet für uns und wisst, dass der Ort von verzweifelter Traurigkeit erfüllt war. Ah, sieht gut aus. This looks good. This looks good. Schön, schön. Muss ich mal schauen. Warte mal, hier geht's so richtig weiter jetzt. Ach, ich weiß nicht. Ich will hier nichts verpassen. Hier ging es ja auch nochmal rein. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass es hier jetzt in dieser Kathedrale weitergeht. Hallo? Oh, what? Ganz ruhig. Komm her. Säurekanister. Ja, cool. Ah.
Ja, Leute, wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.